Die Bundesliga erwacht langsam aber sicher aus ihrem Winterschlaf und wir bereiten euch darauf vor. Herzlich willkommen zu unserem Bundesliga-Special und wir haben auch einen sehr speziellen Gast. Hallo Michael Rummenigge. Carsten, grüße dich. Und Marcello ist natürlich dabei. Hallo Marcel. Hallo an Carsten, hallo an Herr Rummenigge. Ich freue mich sehr. Marcel, grüße Sie. Und gleich der Hinweis: Falls ihr noch kein Abo habt liegen lassen, tut das doch bitte jetzt. Wir bringen euch immer auf Stand, haben tolle Videos, tolle Infos. Ich glaube, da könntet ihr mit dabei sein. Also, beidfüßig spezial mit der Bundesliga und wir bringen uns mal auf Stand. Die Tabelle nach 15 Spieltagen sieht so aus, wie man sich das fast erwarten konnte, nämlich mit einem Tabellenführer, dem FC Bayern München, aber danach auf Platz 2, 4 Punkte dahinter, überraschenderweise der Sportclub aus Freiburg. Das ist natürlich schon ein Thema. Auf 3 dann RB Leipzig und auf der 4. Position Eintracht Frankfurt. Schon auch eine positive Überraschung. Die negative Überraschung ist Borussia Dortmund, denn die sind 9 Punkte hinter den Bayern auf aktuell Platz 6. Und damit sind wir dann gleich beim Thema Meisterschaftskampf. Michael, wer hat für dich da die Nase vorn? Und warum? Ja, turnusgemäß, nachdem man 10-mal deutscher Meister geworden ist, die Bayern. Das ist ja klar. Wer jetzt an der Spitze steht, sie hatten am Anfang Riesenprobleme, in die Saison zu starten. Das hat sich mittlerweile gelegt. Und von daher sind die Bayern immer absoluter Favorit, deutscher Meister zu werden. Und wir starten ja gleich an dem Freitag das Duell Bayern München gegen Red Bull Leipzig. Und das wird schon eine Standortbestimmung sein, wo der Weg hingeht, in welche Richtung die Tabelle geht, auch wo Leipzig sich aufschlagen wird am Ende der Saison. Und ich glaube, das wird ein richtungsweisendes Spiel werden. Dann holen wir mal gleich Marcel ins Boot. Wie sind denn die Aussichten? Also ist das mit den Quoten auch zu sehen, dass die Bayern nach wie vor der große Favorit sind? Ja, das ist ja ganz klar. Also nicht nur diese 10 Meisterschaften in Folge, die schon angesprochen wurden, sondern auch die Tatsache, dass sie eben schon 4 Punkte Vorsprung haben auf den SC Freiburg. Wenn man jetzt den SC Freiburg mal ausklammert, weil man vielleicht nicht davon ausgeht, dass sie eine sehr derart starke Rückrunde spielen wie der Hinrunde, dann sind es schon 6 Punkte auf Leipzig, 9 Punkte auf Dortmund. Das sind so die beiden Mannschaften, denen die besten Chancen eingeräumt werden, den Bayern nochmal gefährlich zu werden. Aber die Quote momentan, dass Bayern Meister wird, liegt bei 1,025. Das heißt, man müsste schon 6-7-stellige Beträge eigentlich einsetzen, um da überhaupt einen Gewinn richtig rauszuholen. Das ist natürlich komplett utopisch. Aber natürlich ganz klar, wenn Bayern nicht Meister werden sollte, wäre das eine Riesensensation. Michael, siehst du denn einen Herausforderer? Also siehst du jetzt RB Leipzig als diejenigen, die die Bayern am meisten gefährden können? Ja, eigentlich schon, muss man sagen, dass die Bayern hier wieder deutlich deutscher Meister werden. Das sehe ich schon, aber ich sehe momentan da keinen direkten Konkurrenten. Wenn man sieht, dass Freiburg auf Platz 2 steht, dann ist das, wie soll man es ausdrücken, schon ein bisschen so ein Bild der Bundesliga. 15 Spieltage, 2 sind noch zu absolvieren jetzt in der Rückrunde. Nicht die Leistungen schmälern zu wollen von Freiburg oder von Christian Streich, aber ich glaube, dass die Top-Mannschaften, die da sind, Leipzig, Wolfsburg, Leverkusen, Dortmund, alle das noch nicht abgerufen haben, was sie eigentlich können und was in ihrer Qualität der Mannschaften steckt. Und darum sind auch solche Mannschaften wie Freiburg da oben. Ich lasse mal Frankfurt ein bisschen außen vor, weil sie sich gut verstärkt haben. Sie haben mit Götze einen guten Mann geholt und mit dem Kolomunani haben sie einen Superstürmer dazu geholt, den ja auch keiner auf dem Zettel hatte. Von daher ist es interessant, dass Frankfurt da mit oben steht. Das ist aber auch der guten Besetzung geschuldet. Aber Freiburg auf Platz 2, glaube ich, werden sich nicht halten können. Wenn die Mannschaft letztendlich in der Europa League spielt, haben sie schon viel gewonnen. Aber ich glaube nicht, dass irgendeiner dem FC Bayern da oben Paroli bieten kann. Es hängt natürlich auch stark von der Frage ab. Die Bayern haben unglaublich viele Verletzte mit Manuel Neuer, Schienbeinbruch, Hernandez, Kreuzbandriss. Masrui, Herzprobleme. Also ich glaube, die Bayern haben einige Baustellen, aber trotzdem sind die Bayern nie zu unterschätzen, weil sie immer wieder auch Top-Spieler haben. Dann holen sie halt so einen Danny Blind aus Amsterdam, der dann die Abwehr mit verstärkt.
Es wird eng, aber es wird dann am Ende wieder, ich glaube, Bayern München deutscher Meister. Jetzt müssen wir das dann nochmal kurz vertiefen. Die Bayern, immer ein großes Thema. Müssen die noch mehr zukaufen? Also in der Defensive ist ja nun wirklich extrem viel weggebrochen. Ja, also es ist unglaublich viel weggebrochen. Sie haben auch ein paar Neuzugänge. De Ligt hat noch nicht die Form, die er in Amsterdam hatte, auch bevor er zu Juventus ging. Pavard hat bei der WM nicht gespielt, wenn man sich das anschaut. Also die letzten Spiele nicht gemacht, außer das erste Spiel gemacht. Die Bayern haben einige Baustellen. Die Bayern sind in der Abwehr ein bisschen anfällig, das muss man sagen, nach den Ausfällen. Und sie haben natürlich ihr großes Plus in der Rückrunde jetzt nicht dabei, den besten Torwart der Welt, auch wenn er bei der WM das nicht immer so ausgestrahlt hat, den zu ersetzen, ist unglaublich schwierig, finde ich. Und auch selbst wenn sie noch einen Jan Sommer bekommen sollten, ein guter Torwart, super Torwart, aber er kann einfach diese Klasse eines Manuel Neuer nicht ersetzen. Ein Ulreich auch nicht, der das in zwei paar Spielen zwischendurch mal machen kann. Aber auf Dauer kannst du so einen Torwart nicht ersetzen. Das ist dann schon mal eine Aussage. Marcel, wer ist denn sonst noch in der Verlosung? Wir haben ja über RB Leipzig gesprochen, auch mit Michael gerade. Wie sind denn die anderen Quoten? Wie sind die anderen Zahlen? Ja, Carsten, vielleicht noch mal ganz kurz auch ein, zwei Sätze zu den Bayern. Also ich sage, auf nationaler Ebene haben sie einfach den großen Vorteil, dass sie in den meisten Fällen einfach mehr Tore schießen, als dass sie fangen. Ja, dementsprechend gewinnen sie ihre Spiele. Da kann es dann auch mal sein, dass sie ein, zwei Gegentore kassieren. Aber wenn sie dann vorne eben drei, vier schießen, dann reicht das. In der Champions League sieht das ein bisschen anders aus. Ja, da kommen dann auch Mannschaften, die sie dann richtig fordern werden. Da glaube ich dann, dass diese Ausfälle noch deutlich schwieriger zu kompensieren sein werden. Aber zu deiner Ausgangsfrage, natürlich Leipzig, Dortmund. Leipzig aktuell eine Quote von 34,0, dass sie Meister werden. Sind dementsprechend bei den Buchmachern auf Platz 2 zu finden. Dortmund trotz Platz 6 nach 15 Spieltagen immer noch an Position 3. Da gibt es aktuell eine Quote von 41,0. Ja, und die anderen beiden Mannschaften, sie wurden auch schon angesprochen. Freiburg natürlich, aktuell als Zweiter, als härtester Verfolger der Bayern. Da haben wir eine 81,0, also ein eingesetzter Euro gleich 81 Euro zurück. Und natürlich die Frankfurter. Ja, und da bin ich sehr ähnlicher Meinung. Ich sage, Frankfurt ist vielleicht von den Mannschaften von Freiburg, von Union Berlin am ehesten das Team, das sich da oben halten kann. Weil sie einfach auch schon in der Champions League, in der Europa League gezeigt haben, dass sie extrem gut auf gutem Niveau spielen können, dass sie einen relativ breiten Kader auch haben, in Verbindung mit der Unterstützung, mit dieser Eigendynamik, die sich da am Main entwickelt hat in den letzten ein, zwei Jahren, kann das durchaus in Richtung Champions League führen. Aber das würde jetzt noch zu weit gehen. Das werden wir gleich nochmal ausführlich besprechen, was die Champions League angeht. Aber wie gesagt, Bayern klarer Favorit, Leipzig, Dortmund dahinter, Freiburg und Frankfurt Außenseiterchancen. Alles, was danach kommt, hat schon eigentlich einen zu großen Rückstand. Wir setzen natürlich auch auf Argumente von euch. Also wenn ihr anderer Meinung seid oder wenn ihr zusätzliche Infos und Meinungen habt, immer her damit. Michael, du hast jetzt schon gesagt, was die Champions League-Plätze betrifft, da bist du eindeutig positioniert. Also du glaubst, die Dortmunder werden auf jeden Fall die Champions League erreichen. Ja, das ist schwierig. Sie sind jetzt Sechster geworden. Die letzten beiden Spiele, die sie gemacht haben, gegen Borussia Mönchengladbach 4-2, in Gladbach verloren, in Wolfsburg verloren. Das hat schon ein bisschen hier Unruhe in Dortmund reingebracht, das muss man deutlich sagen. Die Fähigkeiten von Terzic wurden auch ein bisschen in Frage gestellt. Die Mannschaft ist nicht in sich homogen. Es gibt immer wieder Ausrutscher. 5 Saisonniederlagen hat man schon in dieser Saison in 15 Spielen. Das ist eigentlich unglaublich. Damit kann es eigentlich kein deutscher Meister werden. Aber für Dortmund geht es letztendlich darum, nicht deutscher Meister zu werden, sondern aus meiner Sicht jetzt noch die Champions League zu erreichen. Das heißt, Minimum Platz 4. Das hat Edin Terzic schon mal geschafft als Aushilfstrainer in 10 Spielen. Das hat er super gemacht, muss man sagen. Aber jetzt haben wir neue Voraussetzungen. Die Mannschaft hat keinen einzigen Verletzten mehr. Auch Sebastian Haller ist wieder zurück, der gestern ja sein Debüt gegeben hat im BVB-Trikot. Und auf ihn kann man natürlich nicht setzen. Das dauert noch ein bisschen. Er hat im November seine letzte Chemotherapie. Aber die Mannschaft hat zum ersten Mal keinerlei Verletzungen. Das ist wichtig, auch im Hinblick mit der Abwehr gut zu stehen. Ich bin gespannt, wie die Mannschaft aus der verordneten Winterpause der WM herauskommt. Sie sind gerade in der Vorbereitung in, wo sind sie eigentlich? In Marbella sind sie, genau. Marbella, ja. Man muss da schon mal drüber nachdenken. Die Bayern sind in Katar, Schalke ist in Belek und Borussia ist in Marbella. Das ist ihr altes Wintertrainingslager, wo sie sich vorbereiten. Und wenn sie jetzt im ersten Spiel zu Hause Augsburg schlagen, dann müssen sie nach Mainz und dann müssen sie im ersten Rückrundenspiel nach Leverkusen. Diese drei Spiele sehe ich so ein bisschen als
richtungsweisend auch für den weiteren Weg in der Bundesliga in der Tabelle. Dann kommt ja noch der DFB-Pokal und dann kommt Chelsea noch. Aber du musst Vierter werden. Wenn du nicht Vierter wirst in der Bundesliga, hast du ein Riesenproblem finanziell und du hast ein Riesen-Image-Problem, weil Borussia Dortmund mit diesem Kader, ich finde, der zweitbeste Kader mit in der Liga, mit Leipzig kann man drüber streiten, Bayern hat den besten Kader, aber Dortmund absolut, auch mit der Fanbasis, ist da schon eine gewachsene Struktur. Wenn das nicht passiert, dass man Vierter wird, dann hat man ein großes Problem und dann musst du wahrscheinlich unter allen Umständen Jude Bellingham im Sommer verkaufen. Wenn du die Champions League erreichst, hast du einen gewissen Sorgel, dann kann man darüber nachdenken, den Spieler vielleicht nochmal zu halten. Aber ich gehe davon aus, dass Jude Bellingham dann, wenn Borussia nicht die Champions League erreicht, auf jeden Fall verkauft wird. Jetzt kommen wir aber zu zwei speziellen und konkreten Personalien beim BVB. Reus, verlängern, ja oder nein? Ziehen lassen, ist das vielleicht die beste Lösung? Reus kann man, ist einer der wichtigsten Spieler, die Borussia Dortmund hat. Wenn er fit war, was ja nicht immer der Fall war, hat er wieder so eine ominöse Verletzung, Bänderverletzung, die ihn die WM auch gekostet hat. Das ist eigentlich sehr schade für den Spieler, nachdem er 2014 auch wegen einer Verletzung verpasst hat. Reus ist nach wie vor einer der besten Spieler der Bundesliga. Finde ich, wenn er fit ist, kann entscheidende Tore machen. Hat unglaublich oft das 1-0 gemacht, das 2-0 gemacht oder das 2-1 gemacht. Er ist 33 Jahre alt und bei ihm, der Vertrag läuft aus. Du musst erstmal in der Qualität so einen Spieler bekommen. Und bei so einem Spieler würde ich immer als Vereinsführung darüber nachzudenken, Jahr für Jahr zu denken und über Jahresverträge zu sprechen. Das heißt, ja, darf ich kurz unterbrechen, Michael? Wenn er ein Angebot hat, so wie geschrieben steht, 20 Millionen bei Al-Nassr, dann sagt der bei einem leistungsbezogenen Vertrag beim BVB, naja, muss ich mir das antun? Ja, aber dann ist die Karriere beendet, weil Ronaldo ist ja auch beendet. Ich bin nach Japan gegangen, da war für mich die Karriere auch beendet, unter uns gesagt. Die saudische Liga hat ungefähr so einen Stellenwert wie die Liga in Vietnam. Entschuldigung, dass ich das mal so brutal ausdrücke. Dann ist es für dich als Fußballer vorbei, auf professionellem Terrain. Ich würde Marco Reus raten, noch 1 oder 2 Jahre bei Borussia Dortmund zu spielen. Über das Gehalt kann man streiten. Es wird ja kolportiert, dass er 12 Millionen brutto verdient bei Borussia, was ja auch nicht schlecht ist. Da muss er ein bisschen Abstriche machen, weil Borussia ja auch leistungsorientierte Verträge machen will. Aber vielleicht will er auch dann zum Abschluss seiner Karriere einfach nur noch mal richtiges Geld verdienen. Dann muss er nach Saudi-Arabien gehen. Aber er ist nach wie vor einer der wichtigsten Spieler, die Borussia Dortmund hat. Und dann muss man darüber nachdenken, hält man so einen Spieler oder nicht? Weil ein Spieler auf dem Niveau zu bekommen, kostet unheimlich viel Geld. Okay. Marcel, was sagst du dazu? Personalie Reus und ich möchte gleich auch überleiten zum Thema Moukoko, was ja ähnlich gelagert ist. Ja, absolut. Also bei Reus bin ich komplett der gleichen Meinung. Er ist ja nicht nur ein Leistungsträger, wenn er fit ist, sondern auch eine klare Identifikationsfigur, Kapitän der Mannschaft. Deswegen sollte man meiner Meinung nach ihn auf jeden Fall verlängern. Bei Moukoko bin ich ein bisschen zwiegespalten. Da wird ja momentan noch viel medial geschrieben. Wird so ein bisschen in Licht gerückt, dass er sehr, in Anführungsstrichen, geldgeil sein soll. Sollte es wirklich so sein, dass die Berater diverse Summen aufrufen, ja, dann muss man sich als Dortmund verantwortlich natürlich Gedanken machen, ob man diesen Spieler behält. Auch vor dem Hintergrund, dass er dann vielleicht eben auch mit dem Kopf nicht mehr ganz bei der Sache ist. Wobei ich schätze den Jungen eigentlich so ein, dass er extrem motiviert ist, extrem ambitioniert ist, dass er da so vielleicht ein paar Flausen in den Kopf gesetzt bekommt. Aber wenn er für Dortmund spielt, wird er immer sein Bestes geben. Und deswegen glaube ich, wenn die Möglichkeit besteht, Moukoko zu halten unter normalen Marktpreisen, dann sollte das Dortmund tun. Wird es natürlich in irgendeiner Weise zu hoch für ihn, auch was das Gehalt angeht, sprengt das so ein bisschen das Gehaltsgefüge in der Mannschaft. Auch für so einen jungen Spieler vor allem, der jetzt auch, noch nicht alles nachgewiesen hat. Jetzt hat er mal ein halbes, gutes Jahr gehabt. Dann sollte man das nicht machen. Das heißt, da bin ich ein bisschen zwiegespalten. Aber bei Reus bin ich auch der klaren Meinung, er muss bleiben. Ja, Moukoko, Michael, du hast eine ewig lange Profikarriere auch hinter dir. Was soll er tun? Moukoko ist 18 Jahre alt, das dürfen wir alle nicht vergessen. Er hat mit 16 debütiert in Dortmund. Ich finde, er hat Borussia Dortmund sehr viel zu verdanken. Sie haben ihn damals unter großem Risiko als Elfjährigen von St. Pauli geholt. Solche Transfers gibt es noch mal gar nicht, aber sie haben das gemacht damals. Der Spieler ist ein guter Spieler, aber er ist auch jetzt auf einem vernünftigen, guten Weg. Ich kenne seine Berater nicht, ich kenne sein Umfeld nicht, seine Elternhaus kenne ich alles nicht. Spielt auch nicht die große Rolle. Ich glaube, es würde dem Spieler sehr gut zu Gesicht stehen, wenn er ein bisschen Dankbarkeit hier in die Waagschale wirft
wenn er noch 2, 3, 4 Jahre bei Borussia Dortmund bleibt. Er ist ja kein fertiger Spieler. Wenn er über Angebote aus England korportiert, aus Spanien korportiert, das ist das übliche Geschachere. Aber das, was Borussia Dortmund geboten hat, angeblich 6 Millionen, davon 3 garantiert und 3 auf Jahresleistungsbasis plus 10 Millionen Handgeld. Mit 18 Jahren, weiß ich nicht, das waren damals andere Zeiten bei uns, aber wenn ich mir diese Zahlen so angucke, dann wird es mir ein bisschen schwindelig. Da kann man eigentlich nur dankbar sein, sowas zu machen. Und ich glaube, er ist bei Edin Terzic auch gut aufgehoben und in Dortmund auch. Von daher, die Leute mögen ihn. Ich sehe keine Veranlassung, warum Moukoko nicht mehr in Dortmund spielen sollte, es sei denn, er hat Flausen im Kopf, die ihn Berater eingesetzt haben, um an das ganz, ganz große Geld zu kommen. Denn eins ist klar, wenn ein Spieler ablösefrei war oder ist, wie jetzt, dann kommt natürlich sehr viel in Bewegung. Okay, klare Kante. Danke dafür. Marcel, hast du nochmal Zahlen, was die Champions League-Qualifikation betrifft, bitte? Ja, genau. Wir haben natürlich Dortmund zum einen, dass sie unter die Top 4 kommen. Da haben wir einen aktuellen 1,57. Ich glaube, der größte Vorteil, den Dortmunder haben, ist einfach der, dass jetzt die Erwartungshaltung eine andere ist. Also vor der Saison war es ja so, Meisterschaftsrennen, wir wollen unbedingt Meister werden. Jetzt ist es so, sie haben 9 Punkte Rückstand auf den Bayern. Unter normalen Umständen wird da jetzt nichts mehr anbrennen. Jetzt können sie sich voll und ganz darauf konzentrieren, eben unter diese ersten 4 zu kommen. Das wird doch was mit der Mannschaft machen. Ja, gewisse Spiele haben jetzt so ein halbes Jahr Eingewöhnungszeit gehabt, sei das ein Schlotterbeck, auch ein Moukoko, der jetzt auch eine andere Rolle gehabt hat als in den vergangenen beiden Spielzeiten. Deswegen glaube ich schon, dass bei Dortmund etwas bergauf gehen wird, weil sie eben auch die Qualität haben, ja, da auch unter die ersten 4 zu kommen, auf jeden Fall. Wir haben bei Leipzig momentan eine 1,40, dass sie in die Top 4 kommen. Das heißt, sie sind so der Top-Favorit auf den Champions-League-Titel, dementsprechend auch der Top-Favorit auf die Vizemeisterschaft. Bei Freiburg haben wir eine 1,53. Da muss man sagen, sie leben ja aktuell noch so ein bisschen von ihrem Vorsprung, den sie haben auf den Tabellenfünften. Deswegen geht man davon aus, dass die Freiburger ebenfalls die Champions League erreichen könnten. Ich sehe allerdings Frankfurt tatsächlich momentan in der besten Position, neben Leipzig und Dortmund in die Top 4 zu kommen. Ja, und ich habe es eben schon kurz gesagt, der Kader gibt vieles her bei Frankfurt. Diese Eigendynamik, die ich angesprochen habe, dass sie einfach sehr, sehr viele gute Spiele gegen gute Mannschaften gemacht haben, die spricht für sich. Und deswegen, glaube ich, sind das so die Mannschaften, die man hier auf dem Zettel haben sollte. Wen man nicht komplett außer Acht lassen darf, ist natürlich Union Berlin, weil sie einfach schon viel geleistet haben, auch zeitweise an der Tabellenspitze standen. Da haben wir aktuell eine 2,50, dass sie über die Top 4 kommen. Und das letzte Thema, die letzte Mannschaft, die ich gerne ansprechen würde, ist Leverkusen. Ja, vor der Saison mit als Titelanwärter gehandelt, aktuell ja nur im Mittelfeld zu finden, aber auch sie haben vielleicht noch das Potenzial, oben anzugreifen, sollten sie eine sehr, sehr gute Rückrunde spielen. Und da liegt die Quote momentan bei einer 15,0, dass sie unter die Top 4 kommen. Da noch schnell die Frage an Michael. Glaubst du an Leverkusen nochmal vorne? Unglaublich schwierig. Der Wirtz kommt zurück jetzt nach Kreuzbandriss, 10 Monate Verletzungspause. Die ersten Bilder, die ich gesehen habe, waren sehr vielversprechend. Schade, dass so ein Spieler nicht bei der WM dabei ist, aber der ist auch erst 18 Jahre alt. Der könnte nochmal so einen Impuls geben. Ich bin gespannt auf Leverkusens Trainer. Die Euphorie war ja anfangs sehr groß nach einem Sieg gegen Schalke und dann kam die Ernüchterung. Ist auch so eine Truppe mit ein bisschen Wundertütencharakter, kann man sagen, wo du nicht weißt, wo du dran bist, die am einen Tag Schalke schlagen und am nächsten Spieltag wieder verlieren. Die brauchen Stabilität, das brauchen sie vor allen Dingen in der Abwehr, aber es ist möglich, wenn sie eine Serie haben, dass sie noch, ich weiß nicht, ob es für die Champions League reicht, aber vielleicht für die Europa League. Und genauso wie Marcel gesagt hat, sehe ich die Positionierung auch ähnlich. Bayern 1, Leipzig, Dortmund 2, Frankfurt. Wäre zu wünschen, auch den Frankfurtern gegenüber, weil ich glaube, die machen einen super Job. Und auch was Mario Götze da nach seiner Rückkehr aus Holland abliefert, das ist schon aller Ehren wert. Ja, da sind wir uns, glaube ich, alle einig hier, dass das eine Mannschaft ist und ein Verein mit viel Potenzial und mit sehr guter Leistung bis hierhin. Wir haben uns eingerollt ins neue Jahr, ins Jahr 2023. Und was bleibt und immer attraktiv ist, ist unser Gewinnspiel der Predictor. Schaut euch das mal an. Einfach nur anmelden, tippen und dann Cash gewinnen. Jetzt kümmern wir uns auch um das Thema Abstieg, wie immer ein brisantes auch in dieser Saison.
Und da sehen wir dann auch einige Vereine, die man dort gar nicht so erwartet hätte. In der unteren Tabellenhälfte fangen wir an mit 12. Da steht Bayer Leverkusen, gerade mal 18 Pünktchen. Dahinter kommt Köln, Augsburg, die ja immer ein Thema sind, wenn wir von Abstiegskampf reden. Die Hertha, die vielleicht gar nicht weiß, wie ihr geschieht. Dahinter der VfB Stuttgart, die Schwaben mit neuem Trainer Bruno Labbadia. Ein Pünktchen mehr haben sie noch als der VfL Bochum und auf Platz 18, ja schon auch ein bisschen abgeschlagen, Schalke 04 mit 9 Pünktchen gerade einmal. Ja, wird es im nächsten Jahr, wird es in der nächsten Saison überhaupt noch zu einem Ruhrgebietsderby kommen, Michael? Ich freue mich immer auf die Derbys, weil es ein paar tolle Spiele sind. Es waren zu meiner Zeit schon immer tolle Spiele. Ich habe allerdings die Befürchtung, dass Schalke nach einem Jahr der Zugehörigkeit auch wieder absteigen wird. Wenn ich mir die Mannschaft so anschaue und den Punkteabstand oder was sie bis jetzt auch gewonnen haben oder nicht gewonnen haben, dann ist das schon, damit kannst du die Klasse eigentlich normalerweise nicht halten. Und ich habe mir mal die Mühe gemacht, mir den Kader mal anzuschauen. Also ich kenne nur noch Terodde und den Japaner, der bei ihnen spielt, der bei der WM dabei war. Ansonsten muss ich überlegen, wer ist denn das überhaupt? Auch die Neuzugänge, die sie da auf dem Zettel haben, boah, ich habe da große Befürchtungen, dass Schalke wieder absteigt. Schade für die Liga, schade für Borussia, weil es immer tolle Duelle sind. Aber mit der Quote kannst du dir eigentlich die Bundesliga, schaffst du die Bundesliga nicht. Und dann habe ich die große Befürchtung, sie haben es ja unglaublich geschafft, nach einem Jahr zweite Liga direkt aufzusteigen wieder. Auch eine Mammutleistung. Aber ich glaube, wenn sie jetzt absteigen, dauert es ein bisschen länger, dass sie wieder hochkommen. Oh ja. Auch das ist schon mal eine These, weil du sagst, die Substanz ist dann jetzt weg. Oder warum absolut. Glaubst du? Mhm. Absolut. Die finanziellen Rücklagen, die haben 200 Millionen Euro Schulden, die werden dann abgeladen auf das neue Präsidium, auf den Knebel. Der Rufen Schröder ist zurückgetreten. Sie haben einen neuen Trainer geholt. Es ist, bei Schalke ist immer was los, aber ich glaube, es wird viel Zuversicht ausgestrahlt, aber der Star ist der Trainer zurzeit, der Reis, der von Bochum kam. Ich habe da meine Befürchtung, es wäre schade für die Liga und ich glaube aber trotzdem, dass Schalke absteigt. Marcel, ich glaube, da ist er nicht alleine, unser Experte. Nein, da bin ich komplett der gleichen Meinung. Ich hatte schon vor der Saison ein bisschen das Gefühl, dass Schalke eigentlich mehr oder weniger nur noch von dem Namen lebt, ja, den sie als Mannschaft, den sie als Verein, als prestigeträchtiger, als traditionsreicher Verein haben. Aber der Kader gibt wirklich nicht mehr als Abstiegskampf her. Ganz im Gegenteil, für mich ist es ein Zweitligakader, um da wirklich auch mal ganz klare Kante zu zeigen. Die Transfers jetzt im Winter oder der Transfer linker Verteidiger haben sie, glaube ich, geholt. Der war jetzt auch nicht sonderlich spektakulär, muss man sagen. Deswegen, der Star ist der Trainer, da bin ich auch komplett dabei. Er ist so ein bisschen derjenige, der vielleicht nochmal so eine kleine Euphorie entfachen kann, so ein bisschen Leidenschaft entfachen kann, weil er einfach von seiner Art her auch sehr emotional ist. Das passt natürlich sehr gut dann auch auf Schalke, nach Gelsenkirchen. Aber unter dem Strich, nach 34 Spieltagen setzt sich dann eben auch Qualität durch oder eben nicht. Und dementsprechend glaube ich auch, dass Schalke absteigen wird. Übrigens, wie die Buchmacher, die sagen aktuell 1,20, dass Schalke absteigen wird. Das heißt, mit Abstand der heißeste Kandidat auf den Abstieg. Und da gehe ich natürlich komplett mit. Ja, und von 6 Testspielen haben sie 5 verloren jetzt in der Vorbereitung. Das ist auch vielleicht nochmal ein Hinweis auf das, was Schalke gerade leisten kann. Michael, wen siehst du sonst noch? Der VfL Bochum mit dem Trainer Letsch, kommt der nochmal raus aus der Misere? Also sie sind ja miserabel gestartet mit 5 Niederlagen. Da bist du eigentlich schon mausetot. Ich kenne auch den Trainer nicht, aber der macht einen ganz guten Eindruck, was ich da alles so höre. Bochum ist ja nicht so weit von Dortmund entfernt. Sie haben auch nicht den riesen Namen an Spielern dort. Das ist auch in Bochum überhaupt nicht möglich. Sie haben noch weniger wirtschaftliche Möglichkeiten als Schalke, aber was sie daraus machen, ist schon erstaunlich. Ich glaube, dass Bochum zumindest in die Relegation kommt und dass Hertha dieses Jahr große Probleme bekommt. Da bin ich mir fast sicher, dass Hertha, die ja in den letzten Jahren immer unten waren und auch in der Relegation waren, dass die auch einmal ganz unten tief drinstecken und vielleicht gar nicht damit rechnen, dass sie absteigen können. Aha, das ist mal eine Aussage. Wie sieht es bei dir da aus, Marcel? Ja, Carsten, ich merke, dass da gewisse Affinitäten, Dortmund-Affinitäten einfach zusammenpassen, rein gedankentechnisch, denn ich bin tatsächlich genau der gleichen Meinung. Ja, also ich sage auch, Bochum wird mindestens 16. werden. Ich glaube, unter Letsch haben sie ja wirklich eine gute Entwicklung gezeigt. Sie haben so ein Stück weit wieder diese Leichtigkeit zurückbekommen, auch im Umschaltspiel einfach wieder besser performen zu können. Ein bisschen effektiver sind sie geworden, die Defensive ein bisschen stabilisiert. Deswegen glaube ich auch, dass Bochum da mindestens noch einen Platz gut machen wird. Aber für mich auch,
Hertha tatsächlich der heißeste Anwärter auf den direkten Abstieg, weil ich finde, sie haben keine Handschrift des Trainers. Ja, ich glaube, es liegt aber nicht mal zwingend an dem Trainer, sondern es liegt einfach daran, dass der Kader ebenfalls nicht viel hergibt. Die Erwartungshaltung in Berlin ist ja traditionell eine, die nicht unbedingt zur Realität passt. Und genau das kann natürlich im Abstiegskampf dann auch ein ganz klarer Nachteil sein, dass man eben denkt, man gehört eigentlich gar nicht da unten hin, man ist vielleicht auf 11, 12, 13, vielleicht sogar in Richtung Europa, aber man steht unten drin. Ja, und dementsprechend glaube ich, dass Hertha tatsächlich eine der Mannschaften ist, die bis zum Schluss zittern müssen, die auch meiner Meinung nach absteigen. Bei Hertha haben wir aktuell eine 3,75, das heißt, es würde sich durchaus lohnen, da eine kleine Wette darauf zu setzen. Und bei Bochum haben wir, dass sie absteigen, eine 1,60. Ja, und die übrigen Mannschaften, die man natürlich auf dem Zettel haben muss, was den Abstiegskampf angeht, ist Augsburg mit einer 2,20, wobei ich da sagen muss, Augsburg hat in der Vorrunde oder in den ersten 15 Spielen viele gute Spiele dabei, auch viele knappe Siege dabei. Sie spielen ordentlichen Fußball unter dem ehemaligen Dortmund 2-Trainer Enrico Maaßen, der macht da wirklich auch eine sehr gute Arbeit. Ja, ich weiß, Dortmund und Dortmund, ich bin Duisburger, ja, damit das hier auch nochmal klar ist. Da ist die Distanz auch nicht so groß, wie Michael wahrscheinlich besser weiß als du, Marcello. Ja, aber Carsten, über dritte Liga unterhalten wir uns immer nur ganz kurz, weil das ist ja erstmal weniger wichtig. Ich sehr lange, ja. Ich war Balljunge ja okay. In dem Stadion, Freunde. Aber lass mich das noch kurz abschließen. Stuttgart haben wir noch dabei in der Verlosung bei den Mannschaften, die ja momentan unten drin stehen, die auch am Ende unten drin stehen könnten. Aber da sind selbst die Buchmacher der Meinung, dass Stuttgart nicht absteigen wird, denn aktuell wird eine 5,50 hier in der Spitze angeboten. Und da muss ich sagen, Bruno Labbadia ist für mich ein Königstransfer als Trainer. Ich mag Bruno Labbadia, ich mag seine Art und Weise, wie er an die Sachen herangeht. Stuttgart hat für mich einen Kader, der ist nicht zu vergleichen mit dem von beispielsweise von Schalke oder Bochum. Da ist viel mehr Qualität drin, viel mehr individuelle Qualität drin, viel mehr Tempo drin. Und deswegen wird Stuttgart für mich meiner Meinung nach auch noch wirklich ein paar Plätze nach oben klettern. Aber auch hier nochmal, um der Vollständigkeit halber das anzupassen, Leverkusen. Ja, sie haben momentan auch noch nicht so einen großen Vorsprung auf die unteren Plätze. Ich glaube jetzt zwar nicht, dass sie nochmal ganz unten reinrutschen, aber man weiß ja, Leverkusen spielt bislang eine ganz, ganz schwache Saison. Sollten vielleicht nochmal Verletzte hinzukommen, dann kann das auch nochmal ganz böse enden. Und deswegen, sollte Leverkusen absteigen, gibt es momentan eine 50,0. Ui. Okay, dann haben wir das auch geklärt. Bleibt noch der Torschützenkönig. Auch immer wieder eine tolle Diskussion. Michael Rummenigge hat nun auch einige tolle Tore erzielt. Wer ist da für dich der Kandidat, der am aussichtsreichsten ist? Ja, Nkunku, der eine super Performance hingelegt hat, leider verletzt zur Weltmeisterschaft. Also wie viele Tore hat er jetzt gemacht? 11? 12. Der hat 12, aber ist nach wie vor nicht fit. Er wird auch nicht bei diesem Spitzenspiel, was die Bundesliga wieder eröffnet, dabei sein. Ja, aber er ist oben und er hat eine unglaublich gute Entwicklung hingelegt beim Kader der Franzosen. Leider verletzt, leider jetzt auch verletzt. Und je länger du verletzt bist, kannst du natürlich keine Tore machen. Das ist das große Problem, aber er wäre eigentlich prädestiniert dafür, Torschützenkönig zu werden. Man muss schauen, wenn er wieder fit wird. Füllkrug, der da knapp dahinter liegt mit 10 Toren, traue ich das jetzt nicht so, weil Werder Bremen traditionell auch ein bisschen als Abstiegskandidat gehandelt, muss man auch sagen, Marcel, da unten nicht so viele Tore schießen wird, wie das ein Champions-League-Aspirant machen wird, wie Leverkusen, wie Leipzig oder wie Dortmund, Bayern oder Frankfurt. Ich glaube, es wird ein enges Rennen um die Torjägerkanone und wer dann am Ende oben liegt, ist schwierig. Wenn jetzt Lewandowski noch bei Bayern wäre, würde ich sagen, der wird es. Ja. Das war immer easy going. Bei dieser Wette konnte man nichts falsch machen. Ja. Da konntest du nichts falsch machen. Aber jetzt ist es schwierig, wer da oben steht. Sag mal nochmal die nächsten, ihr habt doch die Liste da. Sag nochmal die nächsten Verfolger. Wir haben, also wie gesagt, Nkunku mit 12 Toren vorne, dahinter direkt Thuram mit 10 Toren, Füllkrug mit 10 Toren und dann kommt schon eine Jamal Musiala mit 9 Toren. Ja, Musiala hatte bei der WM ein bisschen Pech. Ich glaube, er ist der, der den meisten Latten- und Pfostenschüsse hatte. Ja, der hat 10-mal aufs Tor geschossen, Minimum. Und dann noch diese 2 Aluminiumtreffer. Das war, glaube ich, so wie eine Ketchupflasche. Wenn die mal aufgegangen wäre, dann wäre es wahrscheinlich auch zu mehreren Toren gekommen von ihm. Das ist nicht passiert. Übrigens auch ein wesentlicher Fakt, warum die Deutschen rausgegangen sind. Aber ich bin Musiala-Fan, sehe ihn wirklich auch sehr regelmäßig und muss sagen, ja, der ist mit Sicherheit auf der Geheimfavoritenliste. Also Musiala ist ja der Lichtblick der Bundesliga.
Das muss man eindeutig sagen. Wenn man ihn bei der WM auch hat spielen sehen, unter diesen Voraussetzungen, die wir da als deutsche Mannschaft abgeliefert haben, war das ja wirklich ein Lichtblick. Wir haben ja auch gute Spieler, wenn der Wirtz jetzt wiederkommt. Wir haben Havertz noch. In der Offensive haben wir nicht das Problem. Wir haben das Problem in der Defensive, dass dort nicht die Spieler sind, die wir als deutsche Nation gewohnt waren. Deutschland stand ja immer in Abwehr top, aber nach vorne haben wir kein Problem. Und es könnte sein, dass mal ein Mittelfeldspieler, er ist ja ein Mittelfeldspieler mit Drang nach vorne, der aber auch unglaublich viel nach hinten macht, vielleicht mal Torschützenkönig wird. Ich kann da keinen absoluten Favoriten benennen. Das ist unglaublich schwierig. Marcel, da wirst du mir recht geben, ne? Absolut. Auch da gebe ich komplett recht, denn ich muss sagen, für mich wird es immer noch ein Bayern-Spieler. Ja, also ich glaube tatsächlich, dass die Bayern-Spieler einfach die meisten Tore per se schießen. Ja, wobei es gibt jetzt auch keinen Bayern-Spieler, wo man sagen muss, er macht jetzt auf jeden Fall immer die Tore. Ja, das ist einmal Gnabry, mal Mané, mal Sané, mal Musiala, mal Choupo-Moting. Was ist mit Choupo-Moting? Ja, du sagst es, Choupo-Moting, der hat natürlich eine sehr, sehr gute Hinrunde gespielt, auch in der Champions League oft getroffen. Er wird momentan so ein bisschen als klarer Außenseiter gehandelt. Ja, 21,0 ist die Quote für Maxim Choupo-Moting. Und wer sich da eine kleine Wette erlauben möchte, kann das natürlich gerne tun angesichts der hohen Quoten. Aber die Buchmacher sind relativ klarer Ansicht, dass es ein Kunku machen wird. Ja, Quote aktuell 2,25, dass ein Kunku Torschützenkönig wird. Da spielt natürlich mit rein, was immer wichtig ist bei der Torschützenwahl. Er schießt die Elfmeter, er schießt viele Freistöße. Leipzig wird in der Regel viele Tore erzielen, werden eine gute Rolle spielen in der Rückrunde. Deswegen ein Kunku, ja. Aber nur aufgrund der Tatsache, dass Bayern eben nicht diesen einen Spieler hat, der die ganzen Tore macht, sondern sehr gut verteilt sind, was natürlich als Mannschaft dann wiederum ein Plus sein kann. Thuram haben wir aktuell eine 8,0. Da muss ich sagen, er hat für mich in der Hinrunde ein bisschen überperformt. Ja, er hat ja gerade bei einer Mannschaft von Gladbach, die ich jetzt auch oft gesehen habe, aber auch mich nicht immer überzeugt haben, hat er schon eine gute Rolle gespielt, weil er eben auch viel über das Umschaltspiel gegen viele 1-gegen-1-Situationen gegen den Torwart gut gelöst hat. Aber dass er jetzt Torschützenkönig wird, das sehe ich nicht. Bei Füllkrug genau der gleichen Ansicht. Er hat momentan eine Quote von 9,0, aber Bremen wird auch keine so gute Rückrunde spielen, wie das in der Hinrunde der Fall war. Deswegen glaube ich auch, dass Füllkrug da keine große Rolle mehr spielt. Aber ja, Nkunku, Musiala, Choupo-Moting, Moukoko natürlich noch mit dazu genommen. Ein bisschen aus der Vereinsbrille natürlich gesehen. Aber nein, ich unter dem Strich sage ich dann doch Nkunku. 2,25, Nkunku hat die besten Chancen und ihn sehe ich tatsächlich als kommenden Torschützenkönig und Nachfolger von Robert Lewandowski. Okay, und die anderen haben wir alle benannt. Ja, es ist viel Spannung drin, es ist auch viel Diskussionsstoff drin. Das haben wir heute gesehen bei unserem Special zur Wiedereröffnung der Bundesliga. Die Hinrunde ist ja noch nicht ganz vorbei. Vielen Dank erst einmal Marcello, vielen Dank auch Michael Rummenigge, den wir übrigens jetzt weiter in einem Star-Talk machen. Ja, und die Übersicht. Die Übersicht. Ganz genau. Ich dachte schon, du vergisst die Übersicht, aber nein. Also was glaubst du denn? Ich bin hellwach. Ja, wir sind früh im Jahr. Vielleicht auch an der Stelle nochmal der Hinweis. Ihr seht, wir haben hervorragende Expertisen, hervorragende Gäste. Wenn euch das Ganze hier gefällt, was wir tun, dann lasst doch gerne ein Abo da. Wir würden uns sehr darüber freuen. Und natürlich der Hinweis, international, Bundesliga, Zweite Liga, Dritte Liga, alles startet jetzt wieder in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen. Auch da werden wir mal unsere separaten Sendungen, unsere separaten Videos aufzeichnen. Deswegen einfach mal gerne reinschauen, Kommentare da lassen, kommt mit uns in die Diskussion, lasst gerne ein Abo da. Und dann werden wir auf jeden Fall voll auf unsere Kosten kommen, was den Fußball angeht. Und die Übersicht, ja, Carsten, ich habe 6 Tipps rausgesucht, unabhängig jetzt mal davon, wie die Quoten sind, sondern einfach 6 potenzielle Wetten, die ich persönlich so sehe, ohne Gewähr natürlich, wie immer. Ich sage, Bayern wird Meister, Quote 1,025, sollte man dementsprechend nicht unbedingt anspielen aufgrund dieser geringen Quote. Sagt Michael Rummenigge ja übrigens auch. Genau. Leipzig kommt unter die Top 4, da haben wir eine 1,40. Dortmund kommt unter die Top 4, natürlich wieder ein bisschen Vereinsbrille, sage ich ganz ehrlich, aber ich traue es ihnen zu, dass sie den Sprung unter die Top 4 schaffen. Da haben wir eine 1,57. Dann Schalke für mich ein ganz klarer Absteiger, 1,20. Hertha, wir haben es auch diskutiert, für mich eine Mannschaft, die ganz unten reinrutschen kann, 3,75, dass sie absteigen. Und was wir zum Schluss besprochen haben, Nkunku wird Torschützenkönig zu einer Quote von 2,25. Perfekt, ja. Dann einfach nur viel Spaß, vor allen Dingen mit den nächsten Spielen und unseren Infos. Danke und ciao.
Musik.